Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Crow 4 nach einem kurzen Neustart meines PCs. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß warum. Ja, da hat komischerweise irgendwas nicht funktioniert. Jetzt habe ich gerade 40 Bilder pro Sekunde, das passt. Jetzt gehe ich mal hier aus der Tür raus. Ich habe immer noch 40 Bilder. Knapp unter. Ja, okay, aber passt. Das passt so, funktioniert einwandfrei. Damit kann ich mich zufrieden geben, besser als mit 20. Auf jeden Fall. Und ich habe gerade total vergessen, dass wir in einem Gruselspiel sind, deswegen bin ich gerade einfach so rausgelaufen. Und jetzt mit den ganzen Geräuschen. Ach, da oben. Ich glaube, hier müssen wir hin, auf das Dach. Hoffe ich jedenfalls, weil ich habe keinen Bock, jetzt hier Dächerjumping zu machen. Naja, gut. Wir haben in der letzten Folge in diesem Park einen Schlüssel gefunden, ein paar andere Ressourcen. Magazine und so ein Scheiß zum Beispiel. Wobei ich eigentlich noch ein Magazin haben sollte. Naja. Okay, ja. Gehen wir mal rein. Wie ich Gebäude hasse. Ich höre was. Mir gefällt nicht, dass hier überall Türen sind. Ich mag Türen nicht. Türen sind scheiße. Halt die Schnauze. Scheiße. Oh, jetzt geht die Tür. Warum geht die Tür? Oh, ein Speicherpunkt. Und noch mehr Rifle Rounds. Und ein Mod DB Hoodie. Guck, was kann ich damit eigentlich machen? Unlockables. Discard Progress. Wie Discard Progress? Nix da, resume game. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cryo 4. In der letzten Folge sind wir in diesem Park auf ein paar Betten gestoßen, die uns mit Blut beschossen haben oder was uns auch immer das sein soll. Außerdem haben wir mit einer Schaufel ein paar Löcher gegraben und Items gefunden. Oh, normalerweise müsste ich doch zwei Magazine haben für die Glock. Keine Ahnung. Okay, gehen wir mal die Tür, bevor ich noch mehr anfange zu laden. Ach, das ist doch scheiße, ey. Discard Progress. Hätte ich mal vorher speichern sollen, ey. Scheiße da. Dreck, Mist, Bullshit, Scheißspiel. Warum stürzen es doch ab? Gehen alle nicht, dann gehe ich da rein. Das ist doch kacke, ey. Unlock Costume, Mod DB Hoodie! So. Oh, nochmal 5 Rifle Rounds. So, abspeichern. So scheiße, ey. Fuck, man. Okay, so. Jetzt mache ich mal Unlockables, Discard Progress. This item is currently locked. Wofür habe ich denn die ganzen Extras? Nein, ich will jetzt kaufen, was? Buy clothes, such as Summons Hoodie or David Leatherhoff's Hoodie. Ah, okay, die kann ich in echt kaufen, also donate. Donate and get instant access to the TMP SMG as a thanks. Official Soundtrack, Memory Soundtrack, Afraid of Monsters, DC, Director's Cut, Download Team Psychs Galas, Afraid of Monsters, Director's Cut for free, blah blah blah, Facebook. News, everyday, top secret shit, bla bla bla, custom campaign. Ist mir alles egal. Was kann ich denn mit den Hoodies machen? Kann ich ihn nur in echt kaufen? Und ich habe gerade verdammt lange geredet, ohne eine Pause zu machen. Naja.
Gut, wir haben ein Scharfschützengewehr und wir haben Scharfschützengewehrschuss. Ich glaube, das gehört irgendwie zusammen. Ich hab noch gesagt, ich will kein Dächerjumping machen. Ach, da unten ist die Gasse. Ah ja, genau, und hier... Boah, meine Mutter in der Küche. Da hab ich jetzt gerade gedacht, da ist ein Mörder-Zombie-Monster-Vieh. Hallo, kann ich da hoch? Ach so, genau. Noch mehr Dächer, na geil. Ah, da hinten ist ein Bett, ich sehe es. Scheiß Ding. Da unten ist Baby. Zack. Können wir alle mal den Pimmel lutschen. Die Scheiße fall ich nicht mehr rein. Na gut, da ist nochmal Munition. Aber ich guck lieber nochmal ein bisschen genauer, ob hier irgendwo was ist. Scheint nicht so. Gut. Dual Wield, dann mal gucken, wie mein Alter, M16 Mac. Ich glaube, ich habe da vorhin was falsch gemacht bei diesem Kettensägen-Typ. So, dann mal gucken, wie das Ding ausschlägt. Okay, Sound scheint noch okay zu sein. Test, bla bla. Ja, sieht gut aus. Scheiße, ich habe echt verpasst, die M16 zu schnappen. Ich war auch schon mal ein besserer Schütze. Ja, aber Munition haben wir jetzt wenigstens einigermaßen. Was mir fehlt, ist Schrotflinte. Was mir nicht mehr fehlt, ist Schrotflinte. Und mir gefällt nicht, dass wir hier so viel Munition finden. Das gefällt mir in der Tat kein bisschen. Aber immerhin, falls wir jetzt eine M16 finden sollten, haben wir Haufen Muni. Ach, wem fällt denn so eine Scheiße ein, ey? Ich würde da nie lang springen. Hm, Beleuchtung ist was anderes. Ich will da nicht rauf. Ich glaube, da kommt wieder ein Boss. What the hell are you doing here? Well, hi, Simon. What? I don't understand anything now. What is it that you don't understand? What do you think? The whole fucking city is crawling with monsters, and suddenly you just turn up on these rooftops? What are you doing here? Are you hurt? Monsters? Simon, you're scaring me. Scaring? What the fuck? This is just sick. Well, maybe it's just... Let's talk about something else. How have you been? I don't know. Better now that you're here. Yeah. Gefällt mir nicht. I'm glad you're here too, Sophie. I've been alone all this time. I see. Sounds tough. But what about yourself? Why are you here? Are you hiding up here from those things? No. I really don't understand what you're talking about. I'm just thinking. Thinking. Yeah, I've been doing a lot of that too. Do you remember how you got here? I don't know. Because I woke up myself, but it wasn't an alley, and... Wait, I can probably show you.
No. Hush, Simon. Can't we just sit here for a while? Oh. Yeah. Sure. Yes, I do. I want to know just what in the fuck is going on here. Is it about that doctor guy in the gas mask? Doctor? Simon, please. No, I mean about school. Yeah? What? Well, I don't know if you knew, but I always had a hard time at school. You were, well, you were pretty much the only guy who was kind to me. I never said it, but I really want to thank you for making my life a little bit more bearable. You're a cute guy, Simon. Yeah. Yeah, you did have it pretty rough. Thank you. Yeah. I guess I helped you because I liked you. You were one of the prettiest girls at school and... You know, I guess I wanted to protect you. I don't love you, but I think I could if we got to know each other better. You're so beautiful, Sophie. Why haven't you said anything? I never had the courage. I mean, I wasn't exactly the toughest kid in school, was I? But now we're here alone, I've always liked you, Sophie. Oh, Simon, I don't know what to say. I always liked you too, but not in that way. I always thought that you were just a friend, nothing more. I'm sorry. But... Damn, so much stuff has happened lately. All this craziness, the darkness and the monsters. I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. I know. A lot of things have been going on lately. Yeah, really. Was it you who tried to phone me, by the way? Yeah, I wanted to talk to you. To get away from it all. Oh, but what? Out here? No, away from everything. Away from all this. What? What do you mean? You know full well what I mean. Wait a sec, you mean all... No! No, no, no! Sophie... Why did she? What the fuck? This isn't making any sense. Do you want to escape? No. Hell, I don't. Oh, nachladen. Also das ist schon echt krass. Eine kleine Liebesgeschichte hier mit reingedrückt. Der Typ hier hat eine gefunden, die er in der Schule schon gemocht hat. Und dann jumpt die auf einmal einfach vom Dach runter. Das ist schon sehr heftig. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, die verwandelt sich in ein Monster in jedem Moment, wo er wegguckt. Aber da habe ich wohl falsch gelegen. Plötzlich einfach
nur selber gekillt. Sehr krass. Aber da merkt man auch, dass solche Sachen passieren können. Unverhofft, unerwartet. Einfach aus dem Nichts. Und dann sind die Leute, die man mag, weg. Also das war wirklich ein unerwartetes Event hier in dem Spiel. Muss ich echt sagen, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass sowas passiert. Ich habe jetzt leider ziemlich viele Schuss verballert. Habe aber noch genügend in der Pistole, um wenigstens ein Monster auszuschalten. Außerdem habe ich ja noch 9 Schuss für die Schrotflinte, glaube ich. Ach genau, von hier sind wir gekommen. Na toll. Okay, dann... Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß, wo wir lang müssen. So, speichern. Nehmen wir mal das hier. Wir müssen jetzt wahrscheinlich runter zu Sophie. Die Karte abnehmen. Und dann... Ich hasse Treppenhäuser und ich hasse Türen. Flieht doch mal nicht immer auf die Schnauze hier. So, die Karte abnehmen, die sie auf dem Boden hat liegen lassen. Und dann durch diesen Weg, wo ich am Anfang war, wo ich die Munition gefunden habe für das Scharfschützengewehr. Krass. Sophie. Simon, let me go. I love you, Sophie. I have to leave. Please. I fucking love you. Just let me go, Simon. What? Chapter 4. Drowned in sorrow. Inventory full. Ach, jetzt hör mal auf mit deinem scheiß vollen Inventar immer, ey. Kannst du mal Arsch lecken. Hier, Spritze reinhauen, da habe ich keine mehr. Kannst dich mal, Arschloch. Pissnelke, Pissgesicht, Pimmelfresse. So, jetzt haben wir die scheiß Karte. Got the key card. Oi, mate, you got the key card. A generic key with the name TL Trading. Also ein, was heißt ein generic? Das müsste ich eigentlich wissen, was generisch heißt. Aber ich vergesse das immer wieder. Jedenfalls eine Schlüsselkarte mit dem Namen TL Trading. Ich weiß nicht, was das hier zu tun hat, in welchem Zusammenhang. Aber ich weiß, wo wir hin müssen. So, scheint doch alles aufzunehmen. Das passt soweit. Ist gut. Das ist locked. Und jetzt gerade nebenbei in solchen ruhigen Sequenzen, wo einen nichts erwartet. Ein bisschen ruhige Musik. TL Trading AB. Bisschen Gitarre in dieser Dunkelheit, dieser verlassenen Stadt, wobei die ja nicht wirklich verlassen ist, sondern bewohnt von Sachen, bei denen man lieber nicht glaubt, dass sie existieren. So, wir haben einen neuen Bereich freigeschaltet. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet jetzt. The elevator is stuck. I can't use it. Gut, hier haben wir nochmal Munition. Picked up a Glock Magazine with 15 rounds. Oh, shit. Und kein Speicherpunkt weit und breit und wir haben schon 19,5 Minuten laut meiner Uhr. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Schuss. Mal gucken, was habe ich denn noch? Gut, warte mal, dann mache ich mal. 1. Na? Hallo, willst du mich jetzt mal... 2. Hallo, kann ich... Ich will das auf die 3 legen. Ja, dann leg ich es auf die 2, leg ich das auf die 3. So, dann habe ich jetzt hier die Schrotflinte, da die Pistole. Das heißt, wir sind einigermaßen sicher,
bis wir den nächsten Speicherpunkt gefunden haben. Und ich hoffe mal nicht, dass der zu weit weg ist. Gut, da ist eine Tür. Gepickt. Oh, what the? Fuck! Auf den Wechsel! Alter. Genau deswegen mich diese Scheißschrotwind auf die fucking. Wieso kann ich die nicht auf die 3 packen, ey? Alter Schwede, ey. Fuck. Was war das für ein Vieh? Nee, egal. Ein bisschen aufs Maul gekriegt, aber dafür haben wir jetzt Munition. Scheiße. Oh, ich will einen Speicherpunkt. Nein, ein langer Gang gefällt mir nicht. Ich hasse lange Gänge. Ah, freie Stadt. Das ist das, was ich am meisten mag an dem Spiel. Freie Straßen. So, ein Speicherpunkt. Puh, mein Gottes Willen, ey. So. Das ist die Musik. So, was hatten wir denn noch nicht? Samstag. Ist immer noch Samstag. 22:39, das hier hat man noch nicht. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, jetzt nach 21 Minuten laut meiner Uhrzeit hier verabschiede ich mich mal in die nächste Folge. Werde jetzt die ganzen Sachen hier abspeichern, mal zurechtschieben auf meinen Festplatten und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Let's play Cry of Fear.